Herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Heute Take 2 zum Thema die häufigsten Fehler im Fitness und im Krafttraining. Und was könnte das sein? Tja, das ist das, was wir allzu oft im Fitnessstudio sehen. Und zwar das Benutzen von viel zu großen Gewichten. Leider ist es so, dass im Krafttraining immer noch so das oberste Prinzip ist, Hauptsache ich benutze eine große Gewichtsbelastung. Die führt natürlich dann auch zwangsläufig automatisch zu einem größeren Muskel. Das ist die logische Denkweise. Das ist aber leider nicht so. Und zwar aus folgendem Grund. Ein großes Gewicht, zum Teil natürlich auch ein zu großes Gewicht, sorgt nur dafür, dass wir eigentlich den Zielmuskel, den wir damit belasten wollen, überhaupt nicht treffen. Das bedeutet, dass natürlich bei einem zu hohen Gewicht der Körper auf Modus schaltet, Hauptsache ich bekomme das Gewicht wieder nach oben. Egal wie, egal welche Muskelgruppe, Hauptsache von A nach B. Das ist so ungefähr das Prinzip, wie wenn ein Jäger im Wald steht, die Schrotflinte erladet, die Schrotflinte nach oben hält, nicht hinschaut und einfach mal abdrückt und hofft, dass da oben irgendwas vorbeifliegt, das er treffen könnte. Und genau nach diesem Prinzip agieren sehr, sehr viele Fitness- und krafttrainierende Sportler. Und das macht überhaupt so keinen Sinn. Deswegen, ganz wichtig, ihr Lieben, versucht mal auch, die schon länger dabei sind, versucht mal die Gewichtsbelastung runterzunehmen und versucht mal zielmuskelfokussiert zu arbeiten. Das heißt, dass ihr natürlich das Gewicht langsam runterlasst, zum Beispiel Bankdrücken und kurz anhält, ohne Umkehrschwung arbeitet und dann mit höchster Belastung auf der Brustmuskulatur das Gewicht nach oben schiebt und versucht, die Spannung auf der Brustmuskulatur zu halten. Das geht nur, wenn die Gewichtsbelastungen nicht zu hoch sind. Großer Vorteil bei nicht zu hohen Gewichtsbelastungen ist, dass die Verletzungsgefahr wesentlich niedriger ist. Und das ist ein gewaltiger Vorteil. Warum? Sollte man sich eine relativ schlechte Trainingstechnik bedingt durch zu hohe Gewichtsbelastungen angewöhnen, dann kann es passieren, dass wir uns irgendwann mal spontan verletzen. Eine spontane Verletzung bei einer Übung ist eine Möglichkeit. Oder durch die dauernde Fehlbelastung, es führt dann zu einem verfrühten Verschleiß. Und dieser Verschleiß kann dafür sorgen, dass wir dann nach einer gewissen Zeit gewisse Übungen entweder gar nicht mehr ausführen können oder eine gewisse Zeit lang diese Übungen nicht mehr ausführen können. Und das führt dazu, dass der größte Anteil der Muskelmasse, die wir bis dorthin aufgebaut haben, wir verlieren könnten. Und das macht definitiv keinen Sinn. Deswegen, ihr Lieben, wenn ihr trainiert, versucht es einfach mal 20-30% kleinere Gewichtsbelastungen zu nehmen und mit diesen Gewichtsbelastungen sauber den Zielmuskel zu treffen. Das war's schon zum Thema Take 2, Fehler, die häufigsten Fehler im Fitness- und im Krafttraining.